Guckt euch das mal an, das ist aus dem ganz alten Street Fighter 2 Trailer gewesen, ne? Der Batch, dem eine, das sind die zwei Typen aus dem ganz alten Trailer. King of Fighters Fans, aufgepasst, Smash Bros Fans auch, Terry ist in Street Fighter. Ne, das ist eins der krassesten Crossover aller Zeiten. Weil das gibt's eigentlich sonst nicht so richtig. Zu Crossover und Street Fighter ganz selten, so richtige Charaktere. Terry, auf geht's. Okay, nice. Guck mal, hinten tanzt noch Poison rum. Okay, wild. Hose auch mit der Cap ist immer ganz feierlich. Oh ja, da ist er. Die Earth Wave. Oh, das ist ein Special. Oh, sein Air-Tackle. Knuckle. Wow. Das wird wahrscheinlich ein Charge-Move sein. Der wird ein Hybrid sein. Krass. Das war dieser Backkick. Boah, wild. Wow, jetzt neues Outfit. Wild. Was war das für ein Cross-Up, Alter? Power Dunk, da war er. Ich habe schon drauf gewartet. Das ist ja auch immer der wichtigste Move in Smash Bros. Mit, ne? Für Kombos. Das war der Wolf. Und was hat er jetzt? Triple Wolf. Alter. Aber wir haben seine dritte Ulti noch nicht gesehen, ne? Wow, das hat ihn einfach gelauncht. Das ist er, Level 3. Boah. Alter. Eine Mischung aus dem Air-Tackle und dem Geyser. Ja, das war on point. Ansonsten ist auch gerade ziemlich krass in Fighting Games, ne? Wir haben jetzt in Mortal Kombat Cyrex noch gekriegt. Onkel Iroh wurde für Nick Brawl geteased. Dann haben wir noch Dragon Ball Sparking Zero neue Trailer bekommen.